Und ein herzliches Willkommen zurück. Und zwar, wie ihr seht, habe ich einen Nebel leider schon gemacht, aus Versehen. Ich habe leider nicht mehr dran gedacht, vor Aufnahme zu drücken. Ja, da kamen dann 3 Oger raus. Aber das ging direkt irgendwie glatt, keine Ahnung. Jetzt haben wir noch 2 Stück. Das, was ich schon gemacht hatte, das hatte nur 10.000 Nebel-Echos gekostet. Das hintere kostet 15.000, das hier 20.000. Also ich bin echt mal gespannt, was da für Gegner jetzt rauskommen. Ich habe jetzt genügend Nebel-Echos gesammelt, damit ich alle beide jetzt noch hintereinander machen kann. Deswegen nehme ich das jetzt auf. Damit ihr natürlich wieder schön damit dabei seid. Und wisst, was passiert und was nicht. Okay, wir fangen natürlich mit den hinteren an, weil das am günstigeren ist. Nebelanker habe ich übrigens 3. 42.000 Nebel-Echos habe ich mittlerweile. Wow. So, mal schauen, was da rauskommt. Wiedergängerin rechts von dir, Bruder. Ich hasse Wiedergängerin. Bin gefroren. Sie auch. Okay. Die Wiedergängerin, die packen so ab. Alter. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Meine Güte. Und alle auch Level 8, ey. So, das haben wir geschafft. Das war hart. Das war überraschend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da Wiedergängerinnen rauskommen. Wow, was ist das denn? Talisman der verfluchten Macht. Setzt eine Welt des verfluchten Nebels frei, die alle Gegner in der Nähe schwächt, indem sie ihre gesamten Werte verringert. Ich war gerade mal Stufe 5. Brauchen wir nicht. Oh, ich habe ganz vergessen, es hier bei mir zu ändern. So. Was habe ich denn da nochmal drin? Achso, Valkyrenfluch, ja, das kann doch eigentlich auch weg. Brauchen wir doch gar nicht. So. Weltenstaub brauchen wir nicht. 2 von 3 Risse. Ach ja, mein Auftrag ist übrigens fertig, ne? Wie ich hier den ersten gemacht hatte, stand dann plötzlich Auftrag beendet. Von wegen Nebelrisse schließen, 18 Stück. Aber so gesehen gibt es ja dann ja 20. Aber die gehörten dann irgendwie nicht mehr dazu. Okay, wir speichern jetzt noch einmal. Und dann machen wir den letzten Nebelriss und dann mal schauen, was dann noch passiert. Jetzt gucke ich nur, wer mir geschrieben hat. Meine Freundin. Okay, los geht's. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wow!
Was? Okay. Huch, da ist noch einer. Noch einer. Oha. Ich würde sagen, da kommen so unendlich viele raus. Nein! Ah, ich hab's schon. Mist, jetzt ist schon explodiert. Du nervst. Alter. Ah, scheiße! Jetzt aber! Geht doch! Yeah. Als ob mir gleich die Finger ausfallen. Du hast viel gelernt, Atreus. Das war keine leichte Aufgabe. Du kannst stolz sein. Bin ich. Danke, Vater. So ein Respekt von Kratos und seinem Sohn. Wahnsinn. So, was haben wir denn? Noch was Goldenes. Dunkelheit und Nebel, Trophäe erhalten. Yay. Epische Achsen auf, geringe Bonusaktivierung, Chance auf heilender Nebel bei jedem erfolgreichen Treffer. Oh. Heilender Nebel regeneriert Gesundheit und stärkt die Runenkraft. Hm. Brauchen wir aber scheinbar nicht unbedingt. So, Ivaldis Fluch haben wir verendet. Zu Sindri zurückkehren. Hier gibt's jetzt nichts mehr. Man könnte jetzt natürlich noch ein bisschen Nebelkram einsammeln, um sich selber zu verbessern.
So. Gut, dann nehmen wir hier noch das bisschen Nebel mit. Was man hat, dann hat man, ne? So, das war's, ne? Ah ne, da haben wir noch eine Truhe. So, danach fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein, was ich noch zu machen habe. Außer Hauptauftrag. So, sehr schön. Verbesserung gefällig, bevor ihr die Weltenrisse angeht. Nicht, dass ich so etwas billigen würde. Jemals. Ah, die haben wir schon. Hey Sindri, weißt du was? Die Weltenrisse sind zu. Wie war das? Das habt ihr geschafft? Ganz im Ernst? Gibt's nicht. Ja, war nicht leicht, aber alle sind versiegelt. Das glaube ich nicht. Die Kraft, die man braucht. Keine Übertreibung. Das würde auch nicht zu euch passen. Tja, was kann ich noch sagen, außer danke. Iwaldi und Söhne würden euch jetzt auch danken. Ja, Iwaldis Fluch haben wir beendet. Mehr nicht? Ich hab gedacht, ich krieg jetzt irgendwas Besonderes. So, wir könnten uns im Brusthaar nicht verbessern. Das hier wird nicht gehen. Bräuchte mehr größeres Feuerwappen. Okay. Hüftrüstung ist ja schon komplett. Versuchen, das sauber zu halten. Ja, wer sagt's denn? Haben wir das doch jetzt auch mal etwas mehr voll. Bräuchte eigentlich auch nur noch größeres Feuerwappen. Dann hätten wir da auch alles. Haben wir eigentlich alles. Tja, brauchen wir eigentlich nichts mehr. Wir sehen uns. Haben wir das doch vollständig. Dann können wir hier aus Niflheim ja wieder weg. Und können uns unserer Hauptaufgabe widmen. Weltenrisse 3 von 3. Genau, wir sind hier auch fertig. 100%, 100%, 100%, 100%, 99. Ein mystisches Tor fehlt uns, aber ich habe keine Ahnung wo. Und eventuell ein Rabe, ich habe keine Ahnung. So, auf zurück. Nö, nach Midgard brauchen wir ja nicht. Geht ihr jetzt zurück nach... Nee, nach Jötunheim müssen wir, ne? Ach, andersrum wäre es schneller gewesen. Welt gesperrt? Dann erstmal ab nach Midgard. Stimmt, wir hatten es ja schon versucht, dann hieß es ja, ein Auge fehlt. Okay, ganz vergessen.
Der Strahl hat gefehlt. Und natürlich könnten wir jetzt noch nach Muspelheim noch ein paar Feuerwaffen oder sowas einheims, damit wir unsere Rüstung komplett verbessern können. Ich glaube, es gibt dann auch noch mal irgendwie eine Trophäe, nehme ich mal an. So eine versteckte. Aber was es, denke ich mal, hier mit dem Spiel zu suchen hat, zu tun hat, haben wir jetzt, glaube ich, denke ich mal alles. Wir rufen jetzt die Weltschlangen. Die sollten wir ja rufen. Ich auch. Ich frag mich, wo der Kopf die Luft herholt zum Pusten. Verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Okay. In den Mund der Schlange fahren. Ach, das macht man doch gern. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Oh, mir fehlt ein Auferstehungsstein. Den holen wir uns erst noch. Das ist mein Wort. So, los geht's. Auf in den Rachen der Schlange. Na, da fährt man doch gern rein, so wie es aussieht. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nein. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesens. Und du, Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man... Oh. Na, die hat bestimmt Mundgeruch. Na, da wollen wir mal. Halt für ein gutes Bild. Thumbnail für den Teil. So. Das kann man doch schön als Bild nehmen. Jetzt können wir rein. Na toll. Wie meine Rüstung aussieht, ey. Mich kann man zumindest nicht verlieren.
Bauch der Bestie. Wir fahren einfach mal geradeaus. Richtig. Von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben. Ich weiß, es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Kann man da drauf? Nö, ne? Ne, war nur als Hindernis gedacht. Schlimm wie erwartet, wie fermentiertes Heidebier. Eigentlich sogar recht angenehm. Oh, da ist was. Greifen wir hier rein. Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Ich glaube eher weniger, dass es Wasser ist. Und warum auch immer das jetzt auf einmal hell wird hier drin. Ich will die Truhe. Ich will doch immer alles haben. Gibt's hier drin Fleisch in 53. Raben? Saß der Fleisch auf der Torstatue und wurde dadurch mit verschluckt? Das wäre doch zumindest eine Frage wert. Ich fühle mich wie bei Zelda in Lord Yabu Yabus Bauch. Zum Glück gibt es ja eine Andockstation im Bauch. Frösche gibt es sogar auch. Interessant. Da drüben ist etwas. Ja. Wäre das bloß näher? Ah. Geht's doch zurück. Kann ich da weiterfahren? Nee. Ah, ich sehe schon was gerade. Es wäre zumindest jetzt eine Welt in Midgard, sage ich jetzt mal. Wo ich mir jetzt denken würde, okay. Klar, dass mir auf der Karte noch was angesagt wird in der Midgard-Welt, dass mir da was fehlt. Weil diese Welt gab es vorher ja noch nicht. Mimil, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Wenn ihr einen Raben seht, sagt mir Bescheid. Ich glaube, hierher zurückkommt man nämlich nicht mehr.
gab bestimmt auch nur so eine einmalige Sache, hier reinzukommen. Ne, wie es aussieht, gibt es ja keinen Vogel. Frösche gibt's, aber keinen Vogel. Hm, was haben wir denn hier? Chiffre? Symbol der Belohnung. Okay. Hier drin scheint es wirklich kein Vogel zu geben. Ist das das Auge? Oh, sieht so aus. Ja, ist ein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Zu Tierswelten kann man zurückkehren. Dem Wal, Wal, der Schlange wohl nichts. Okay, dann wohl wieder zurück, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch nichts mehr gesehen. Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich, wir gehen nach Jütney. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Schicksal ist eine weitere... Götter, ja, natürlich. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, weißt du. Hier ist so dunkel. Scheiße! Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmunganders Magen? Nein, etwas stimmt nicht. Okay, bevor es weitergeht. Wir sind bei 28,5 Minuten, also ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich ziehe jetzt gerade mein rechtes Auge runter. Natürlich weiß ich, was passiert, meine Freundin hat es ja schon durch. Aber trotzdem, bevor es weitergeht, der Teil ist erstmal zu Ende. Und da würde ich einfach sagen, das war God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer mit von Nya Gameplays als Hobby. Und wenn es euch gefallen hat, dürft mir liebend gerne einen Daumen nach oben geben. Beziehungsweise dürft mich auch abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder oder bei einem anderen Let's Play. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf YouTube und generell auf YouTube. Und dann bis demnächst. Auf Wiedersehen und tschüss.